Hallo und herzlich willkommen zurück zum Finas Kleidsalon. Jetzt geht es um die Hilfsmittel, die ich euch empfehle oder die ihr gerne ausprobieren könnt, wenn ihr Interesse daran habt. Ich habe sie dahin schon aufgebaut, meine Lieblinge, und es sind eigentlich nur zwei Sachen, die ich euch oder eine Sache, die ich euch ans Herz lege und eine Sache, nach der ich immer wieder gefragt werde. Was ich auf jeden Fall empfehle und was ich euch wirklich ans Herz lege, das ist das Kopierpapier. Von wem auch immer. Ich habe das Kopierpapier von Burda und das gibt es in zwei Varianten. Einmal hier, das ist ein Pack mit einem weißen und einem gelben Bogen drin. Und das ist natürlich perfekt für dunkle Stoffe und da ich oft dunkel vanille, ist das auch so mein meistgenutztes. Und dann gibt es diese Variante aber auch nochmal in der Variante Rot, ist auf jeden Fall drin und ich glaube, dann ist noch ein grüner Bogen dabei. Genau, also das wäre dann die Variante für die hellen Stoffe, weil man dann natürlich die dunklen Farben besser sieht. Und das Kopierpapier funktioniert ganz einfach. Damit kann man eben diese Biesen oder Abnäher oder eben Umrandungen. Manche nehmen das auch wirklich, um die Größen zu kopieren auf den Stoff. Ja, genau, also damit kann man das alles auf den Stoff übertragen. Das funktioniert wie so in früheren Zeiten, also beim Alter, wir kennen das ja noch, wo man mit Durchdruckpapier die Quittungen geschrieben hat und so, ne? Oder in der Schule gespielt hat. Genau, also da kommt das her und das funktioniert wirklich super, hält ewig und kostet nicht die Welt. Passend dazu, ich habe so einen, ja, wie nennt man das, so ein Rädchen. Das Ganze ohne Zacken, das gibt es ja auch noch mit Zacken. Das ist jetzt ohne Zacken und das ist natürlich perfekt, um dann über die Linien rüber zu rollern. Muss man nicht haben, macht die Sache aber einfacher. Man kann sonst auch einen Stift nehmen und das nachzeichnen und das druckt genauso gut durch, aber das macht es eben dann noch einiges praktischer. Und wenn ihr gerne Schnittmuster mit Abnähern näht, oder auch mal Kleinteile kopieren wollt, dann, ich glaube, das kostet 4 Euro, 5 Euro irgendwie so. Das ist keine Investition und hält wirklich ja auch ewig, ne? Genau wie das Papier, das liegt so irgendwie um die 5 bis 8 Euro, je nachdem, glaube ich, von welchem Hersteller man das nimmt. Ja, und das ist eine super Kombi. Ja, eine Frage, die natürlich das Thema Biesen nehmen, auf jeden Fall beleuchtet. Und das ist der Biesenfuß. Ich habe mir natürlich einen Biesenfuß zugelegt. Ganz einfach deshalb, weil ich ja nicht nur ein Schnittmuster habe, was mit Biesen genäht werden kann. Und ich dachte mir, Mensch, probierst du es mal aus. Ein Biesenfuß näht immer nur die Biese in einer ganz bestimmten Breite. Ihr braucht dazu die passende Zwillingsnadel. Die näht dann von oben die Biese quasi, ne? Ihr hast unten hier die am Füßchen diese Rillen und die Rillen, die schieben den Stoff zusammen und da formt sich dann die Biese nachher. Und das ist natürlich zum einen toll und zum anderen ist allerdings auch der Nachteil, denn du kannst natürlich mit dem Biesenfuß immer nur eine Biese in einer ganz bestimmten Breite nähen. Bei meinen Schnittmustern passt das ganz gut. Also, dass ich eben den Biesenfuß hier sowohl für Finas Kleid als auch super für die Blusenliebe zum Beispiel nutzen kann. Aber ich kann ihn zum Beispiel nicht nehmen, um die Biesen an der Biker-Leggings zu nähen. Ne? Die sind ja viel größer und die müssen eben anders genäht werden. Ja, also, das ist eine Geschichte, die ganz nett ist, wo man aber auch schauen muss, was so die Investition ist. Gut, ich bin Berliner Näher und da liegt der Fuß dann bei 35 Euro knapp. Das ist schon eine Investition. Da sind andere Hersteller günstiger und liegen bei 10 Euro oder ne, sowas in dem Dreh. Und dann denke ich, kann man das ruhig auch mal ausprobieren. So, und das war's dann auch schon mit dem Video für heute. Das sind so meine drei Hilfsmittel, nach denen ich zum einen am häufigsten gefragt werde und die ich auch wirklich
gerne benutze. Das Kopierpapier mit dem Rädchen ist wirklich ein unschlagbares Duo und das lege ich euch wirklich wärmstens ans Herz. Das kann man immer gebrauchen, nicht nur für die Biesen, auch für Abnäher und auch für ganz viel. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, das werdet ihr noch mitbekommen, wenn man denn dann am Nähen ist. Und der Biesenfuß, das ist so eine Geschichte, ja, man kann Biesen auch super ohne Biesenfuß nähen, aber so als Nähnerd probiert man das natürlich gerne mal aus. Ne? Und wenn du das gerne ausprobieren möchtest, dann bitte unbedingt die Zwillingsnadel mit dazu bestellen, damit das Team dann auch zusammenpasst und die Biese nachher auch wirklich richtig gut genäht wird. Genau. Ich verlinke alle auch nochmal, also je nachdem, wo du das Ganze jetzt gerade guckst, entweder im Blogbeitrag oder unten in der Infobox, so dass du da mal einen Blick drauf werfen kannst. Und ansonsten, wenn es noch Fragen gibt, bitte einfach stellen an sewalong@finasideen.com, aber auch das werde ich einfach nochmal verlinken, damit das schneller und einfacher geht. Genau, und dann war es das für heute. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß beim Shoppen und Stöbern und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dann geht es los mit dem Zuschnitt. Genau, also dann geht's ans Eingemachte. Bis zum nächsten Video. Tschüss!